Wir sind heute eigentlich nur auf einer kurzen Tour unterwegs und es war eigentlich für dieses Wochenende nicht wirklich irgendwas geplant, dass ich irgendwo hinfahre oder irgendwas fotografiere oder auch ein Video mache. Allerdings habe ich diese Woche etwas bekommen und ja, das wollte ich unbedingt jetzt da ausprobieren. Und ja, neues Ausrüstungsteil, das muss man, wenn man das bekommt, einfach ausprobieren. Ja, wenn man sich meine Ausrüstung anschaut, es ist durchwegs ja ziemlich überaltet. Also ich habe, die Kamera ist bislang, glaube ich, das jüngste Ausrüstungsteil. Das ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre alt, die Kamera. Die Objektive sind alle im Schnitt zwischen 5 und 10 Jahre. Gut, das Weitwinkel ist auch ziemlich neu. Aber der Rucksack ist schon 6, 7 Jahre alt. Mein Stativ war, glaube ich, auch schon um die 7 Jahre. Und ja, ich habe jetzt die letzten Tage und Woche eigentlich genutzt, ein paar Teile davon zu erneuern. Gestern habe ich ziemlich zugeschlagen mit neuen Wanderschuhen, die was eigentlich schon seit 2 Jahren jetzt am Programm oder am Plan stehen, dass ich die schon langsam mal erneuere, weil meine alten Wanderschuhe, die was jetzt da, ich weiß gar nicht mehr, wie alt das die jetzt eigentlich sind. Ich glaube, die sind auch schon irgendwas 5, 6 Jahre oder älter und waren jetzt schon ziemlich ausgetragen. Und seit 2 Jahren überlege ich eigentlich schon, dass ich die erneuere, aber ich habe es trotzdem immer noch von Jahr zu Jahr rüber retten können. Ja, neue Wanderschuhe, neue Wanderhose für die Saison. Der Frühling steht vor der Tür, das heißt, ja, ich brauche da wieder mal was Neues. Und das wichtigste Teil und das, was eigentlich am teuren war, war ein neues Stativ. Ja, ich habe jetzt endlich dazu durchgerungen, mir ein neues Stativ zu kaufen. Denn ihr habt es vielleicht in einem Video vom Naturpark Uetschertal mal gesehen, mein altes Stativ ist mir wieder auseinandergebrochen oder auseinandergefallen. Die Sperrstifte drinnen in die Stativbeine, die haben einfach nicht mehr gehalten. Das Stativ ist auch nicht mehr erhältlich, ist ein Auslauf, man kriegt da keine Ersatzteile mehr. Bei Benro, finde ich, ist es sowieso ein bisschen kompliziert oder ja, ich finde einfach keine Ersatzteile. Deswegen ebenfalls das Stativ. Ich glaube, seit Kanada 2018 habe ich eigentlich schon überlegt, das Stativ auszutauschen, denn da ist mir das erste Mal das Stativ auseinandergegangen. Und jetzt wieder und seitdem immer wieder, dass mir irgendein Stativbein oder Flöten gegangen ist. Und ja, ich denke, es ist die Zeit, mir ein neues Stativ zuzulegen. Und geworden ist es das Rollei Lion Rock 25. Ja. Es ist ein bisschen kompakter, also wie mein altes Gewicht hier eigentlich gleich. Das Stativ gibt es mit einer langen Mittelsäule. Das, was mir zunächst eigentlich abgehalten hat, das ist zu kaufen, denn ich mag eigentlich keine Mittelsäulen. Und ich war so kurz davor, das Lion Rock 30 zu kaufen. Nur das Gewicht hat mich da ein bisschen abgeschreckt, denn das Lion Rock 30 hat 2,3 Kilo ohne Stativkopf. Ich habe dann glücklicherweise eigentlich bei der Beschreibung gelesen, dass eine kurze Mittelsäule dabei ist und ja, das hat im Prinzip noch einen Ausschlag gegeben, mich für das Lion Rock 25 zu entscheiden. Es ist schmäler, es ist kompakter, hat 1,9 Kilo ohne Kugelkopf und ja, heute ist der erste Test von diesem Stativ. Wie gesagt, es war eigentlich nicht irgendwas geplant, wir sind jetzt da ja, zum Wasserfall in Haldo marschiert. Es schaut nicht wirklich spektakulär aus und ja, ich habe mir zwar schon was gesehen, was vielleicht ein Bild sein kann, aber ich glaube, heute geht es eigentlich weniger ums Bild oder um die Fotografie, sondern ja, dieses neue Baby da auszuprobieren und schauen, wie es funktioniert. Für jeden, der was jetzt auf Stativsuche ist, Zuschauer oder Abonnent hat mir das eigentlich erzählt, dass Rollei jetzt 50% auf die Stative eigentlich hat und dieses Stativ kostet normal 1000 oder 999 Euro, glaube ich, und mir hat es jetzt 449 gekostet, also es ist massiv und die Lion Rock Serie, also ich bin jetzt nicht gesponsert von Rollei oder irgendwas, ich finde es einfach nur genial, erstens der Preis und ja, es ist gegen Salzwasser, Sand und allen möglichen Sachen eigentlich geschützt. Ja, Salzwasser ist momentan sowieso kein Thema, wegen der Reisebeschränkungen, aber trotzdem, ich habe eigentlich vor, dass ich das da wieder ja, Jahre eigentlich benutze. Das Bänder hat bislang tolle Dienste geleistet und es war auch nicht ganz billig, ich glaube, so
hat irgendwas um 300, 400 Euro gekostet. Und ich habe das wirklich durch jede Wettersituation und durch die ganze Welt eigentlich geschleift, das Stativ. Also ich kann mich nicht beklagen über das Benro. Qualität ist sicher hervorragend. Bei den neuen weiß ich es jetzt nicht, aber ich schätze schon, dass die die Qualität beibehalten haben. Bei Benro heißt es immer, das ist ein Nachbau von Gipso. Keine Ahnung. Ich war durchaus zufrieden. Aber ja. Jetzt haben wir ein Rollei. Und soweit ich das beurteilen kann, war mir nicht so schlecht. Gut, ich würde sagen, ich werde mir irgendwas suchen, ein Motiv suchen und dann probieren wir das aus. Changing fast. Ja, kurz ein bisschen zu den Motiven, was ich mir da jetzt gewählt habe. Ich habe mich jetzt auf einen Teil von dem Wasserfall oder von diesem Platz da eigentlich konzentriert, wo die Sonne nicht direkt hinkommt. Ich hätte vorhin weiter unten zwei kleine Wasserfälle entdeckt, nur ja, da kommt jetzt die Sonne eigentlich ziemlich direkt hin und ja, ist jetzt momentan nicht wirklich interessant für mich. Deswegen konzentriere ich mich jetzt eher auf so kleine Teile wie diese da oder diese Bereiche, wo ich ein bisschen so Licht-Schattenspiel habe und mit dem 70-200er schneide man da wirklich ganz enge Bildausschnitte heraus und ja, versucht die ein bisschen da in einen Rahmen zu bringen, dass die ein bisschen Sinn ergibt und ein bisschen eine Balance im Bild herrscht. Ja, es ist jetzt nichts Aufregendes, wie gesagt, es war jetzt eigentlich nur zum Zweck, zum Testen von meinem Stativ, aber mir gefällt trotzdem dieser Teil da eigentlich relativ gut und ich hoffe, dass die am Bildschirm nachher so wirken wie am Display. Ja, mal schauen, vielleicht findet man etwas anderes. Wir müssen ein bisschen mit dem Stativ herumspielen. Und ja. Ja, ich werde es gleich wieder zusammenpacken und ja, den ganzen Abend wieder am Rückweg machen.
ja, die Bedingungen sind halt nicht wirklich optimal für die Fotografie und ja, der Platz war vielleicht auch ein bisschen unglücklich gewählt, aber wir sind jetzt gerade im Übergang zwischen Winter auf Frühjahr und ja, die ganze Landschaft ist da jetzt eher braun und ja, uninteressant. Wolkenloser Himmel, wieder einmal. Ja, wie gesagt, die zwei kleinen Wasserfälle, was ich vorher gedacht habe, dass ich da ein Motiv hätte, die liegen jetzt in der prallen Sonne und ja, das Wasser ist einfach nur mehr weiß und grell und wäre ein weißer Punkt am Bild, deswegen ja, werden wir wieder zusammenpacken. Die Bilder da bei den kleinen Wasserfällen, da bin ich ja, so weit einmal zufrieden, schaut jetzt einmal am Display nicht schlecht aus. Wir schauen, ob da so am Computer am großen Bildschirm noch so ausschauen, so wie immer. Ja, richtig testen habe ich das Stativ da jetzt nicht wirklich können. Ja, mir ist es eigentlich nur mehr darum gegangen, ja, wenn ich schon jetzt habe, dass ich es einmal zumindest einmal ausprobiere und schaue, wie das Ganze funktioniert. Ja, keine Ahnung, wenn ich es einmal länger benutzt habe, mir vielleicht ein paar Gedanken dazu beisteuern, aber ich bin nicht wirklich ein Ausrüstungstester oder ein Gear Reviewer. Ich bin schon immer etwas zufrieden, also wenn es nicht komplett Schrott ist, bin ich eigentlich mit so ziemlich wohl eigentlich sehr schnell zufrieden. Und ich glaube, über das Stativ kann man nicht wirklich etwas sagen, denn es macht auf mich einen sehr soliden Eindruck und qualitätsmäßig. Aber ja, ich habe zwar eine Sache entdeckt, was mir nicht so gefällt an dem Stativ. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Schuld des Stativs, sondern eher mein Kugelkopf. Denn dieses Stativ hat einen Schrauben, wo man den Kugelkopf sichern kann gegen das Lösen. Das Problem ist, der Schrauben ist ziemlich weit außen angesetzt. Und wenn ich den festziehe, blockiere ich mir die Drehplatte ein bisschen. Also man spürt, dass es dann ein bisschen strenger zu drehen geht. Und das ist einfach, weil ich mit den Schrauben unten die Platte ein bisschen verbiege. Das ist nicht so optimal, aber ja, es ist nicht unbedingt die Schuld vom Stativ, sondern der Kugelkopf. Es gibt für Rolle original Kugelköpfe, schauen jetzt nicht so schlecht aus, waren aber zu teuer und beziehungsweise mein Kirk-Kugelkopf ist jetzt nicht wirklich so alt und funktioniert auch los. Deswegen werde ich den auch jetzt nicht wirklich tauschen. Die Originalen von Rolle würden natürlich vermutlich besser passen natürlich auf eine eigene Stative. Aber ja, ich sehe da jetzt natürlich keinen Grund, dass ich jetzt den Kugelkopf gleich mit austausche. Ja. Ich werde jetzt wieder mein Zeug schnappen und werden es am Rücken machen. Ich hoffe, das schätzungsweise kurze Video hat trotzdem gefallen. Ich habe da ein bisschen zuschauen können, wie mein neues Ausrüstungsheim, mein neues Stativ ein bisschen absabere. Und ja, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr Fotografie. Ja, mal schauen, wie das Wetter noch funktioniert. Okay, gut. Bye. Change.